eine neue Art eines Kirchenlehrers? Das ist die Frage, ob es heute in der Kirche, ob die Zeit reif ist für eine neue Art. Also nicht eine Theologin, auch keine Mystikerin, sondern eine Frau, die als Philosophin offen ist für den Glauben und für die katholische Kirche. Ich habe was relativ Einfaches vorgesehen in einigen Punkten. Also zuerst einen ganz kurzen geschichtlichen Abschnitt zu den Kirchenlehrerinnen, also den Frauen, die doch jetzt seit gut 50 Jahren auch Kirchenlehrerinnen werden können. Dann einiges zum Verfahren, das dahin führt, und eben auch die Arbeit unserer Kommission, die momentan noch innerhalb des Ordens, aber dann auch mit vielen Spezialisten außerhalb zusammenarbeitet. Und dann so ein Schlüssel, würde ich mal sagen, für Edith Stein als Kirchenlehrerin, ja, eine neue Art eines Kirchenlehrers. Das ist die Frage, ob es heute in der Kirche, ob die Zeit reif ist für eine neue Art. Also nicht eine Theologin, auch keine Mystikerin, sondern eine Frau, die als Philosophin offen ist für den Glauben und für die katholische Kirche. Ja, das ist, ich werde das dann noch besser ausführen, was ich damit meine und warum mir das wichtig scheint, ob es sich heute lohnt, wirklich da weiterzumachen in diesem Projekt. Und dann noch einiges abschließend zur Eminenzdoktrine. Das ist so das Hauptkriterium zur Ernennung als Kirchenlehrer oder Kirchenlehrerin, dass man eben eine ausgezeichnete Lehre hat. Ja, fangen wir gleich an mit den Kirchenlehrerinnen. Heute feiern wir liturgisch 37 Kirchenlehrer, darunter auch 4 Frauen, die nach dem Zweiten Vatikanum zu Kirchenlehrern erklärt, ernannt wurden. Wir kennen sie alle, Teresa von Avila und Katharina von Siena 1970, Therese von Lisieux 1997 und Hildegard von Bingen 2012. Die ersten Versuche, einer Frau einen kirchlichen Doktortitel zu verleihen, gehen auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, insbesondere auf einen Antrag des Ordensgerals unseres Ordens für Teresa von Avila im Jahr 1923 und dann einige Jahre später auf einen Antrag des Jesuiten Gustave Debucois für Therese von Lisieux auf dem Theresianischen Kongress im Jahr 1932. Papst Pius XI. Lehnte beide Anfragen aus demselben Grund ab, und zwar mit der einfachen Begründung Sexus obstat, anstatt nihil obstat, also eine wörtliche Auslegung der Aussagen des Apostels Paulus und insbesondere eine Aussage im 1. Korintherbrief 14,34, lese ich kurz vor: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen auch bei euch die Frauen in Versammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Es sollten noch weitere Jahrzehnte vergehen, bis Paul VI. 1970 Teresa von Avila und Katharina von Siena zu Kirchenlehrerin ernannte, und zwar am 27. September Teresa und eine Woche darauf auch Katharina. Dieser Schritt war in den Jahren zuvor durch eine Reihe von Studien vorbereitet worden, die die Frage, ob heilige Frauen Kirchenlehrerin werden könnten, bejaht hatten, eine Position, die von der ordentlichen Ritenkongregation am 20. Dezember 1967 gebildet und im März darauf, 1968, von Paul VI. Bestätigt wurde. Ja, hier eine kurze Anmerkung. Die Schwierigkeit, also damalige Schwierigkeit aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr, die damalige Schwierigkeit, Frauen zu Kirchenlehrerinnen zu ernennen, war nicht nur die wörtliche Auslegung des Paulus, sondern es war auch das damalige Verständnis, dass die Lehre in der Kirche eigentlich fast intrinsisch mit der Weihe zusammenhängt. Alle männlichen Kirchenlehrer sind entweder Bischöfe,
Priester oder auch ein Diakon, ein fremder Syrer. Also es gibt keine nicht geweihten männlichen Kirchenlehrer. Und es ging dann eben auch darum zu zeigen, dass die Lehre in der Kirche weitergefasst werden muss. Also nicht nur eben dieses Munus Docendi, das eben auch mit der Weihe gegeben ist, sondern eben dieses Prophetische, das allen Getauften eben aufgrund ihrer Taufe dies geschenkt ist. Und dass die Frauen in dieser prophetischen Gabe in der Kirche lehren und deshalb auch Kirchenlehrerinnen werden können. Ja, aus heutiger Sicht sind das vielleicht schon komische Fragen, aber das war damals musste geklärt werden. Ja, es gibt auch einen Artikel, kürzlich veröffentlicht auf Französisch von Clarisse Tesson, wo es eben um Kirchenlehrerinnen geht, auch in einer geschichtlichen Perspektive, und wo sie die Frage stellt, ob die Ernennung von Frauen zu Kirchenlehrerinnen als Trostpreis zu verstehen ist. Also da es in der Kirche nicht möglich wurde oder nicht möglich ist, geweiht zu werden, wäre diese Ernennung zur Kirchenlehrerin als Trostpreis zu verstehen. Sie selbst, Clarisse Tesson, verneint diese These, weil sie meint, dass eben damals, kurz nach dem Konzil, die Forderung nach der Weihe für Frauen noch nicht sehr präsent war. Und vielleicht auch aus der heutigen Sicht, also ich glaube, wenn man eine Frau zur Kirchenlehrerin ernennt, heißt das nicht automatisch, dass eben Frauen dann eben nicht doch fordern, geweiht werden zu können. Und sobald der Weg für Frauen als Kirchenlehrerin geebnet war, stellte sich jedoch die Frage nach den anderen Bedingungen, das heißt nicht nur die Harmonie zwischen der Heiligkeit des Lebens und den Schriften, sondern auch die heikle Frage nach der Eminenz Doctrina. Bei den 30 vor 1970 ernannten Kirchenlehren handelt es sich um Kirchenväter oder große Theologen, die oft ein beeindruckendes Werk geschaffen haben. Die Proklamation von Johannes vom Kreuz, dem Doctor Mysticus, im Jahr 1926, nach der Gründung der ersten Lehrstühle für Asketum Mystik in Rom am Angelikum und an der Gregoriana 1918, ist in gewissem Sinne außergewöhnlich. Diese Wahl erscheint bedeutsam, weil sie darauf hindeutet, dass die Kirche auch einen anderen theologischen Stil für die Verleihung des kirchlichen Doktortitels in Betracht zieht. Also eben nicht nur sozusagen reine Theologen, sondern auch Theologen oder eine spirituelle geistliche Theologie oder Mystiker, eben wie Johannes. Dies gilt insbesondere für die Kirchenlehrerinnen, die zwar über eine hohe Bildung verfügten, aber keinen Zugang zu einem systematischen Theologiekursus hatten. Ihre theologische Sprache ist nicht in erster Linie begrifflich, sondern eher symbolisch, und als solche wurde sie im 20. Jahrhundert aufgewertet. Ich zitiere Clarisse Tesson. Infolge einer Entwicklung der Theologie im 20. Jahrhundert scheint die mystische Theologie vom Lehramt stärker berücksichtigt worden zu sein. Nicht nur, dass der Streit um die Mystik abflaute, sondern in den 1940er und 1950er Jahren begann die katholische Theologie unter dem Einfluss der patristischen Erneuerung und nicht ohne den Widerstand des Lehramtes in Rom von Pius XII. Sich von der scholastischen Theologie zu emanzipieren und eine mehr symbolische Sprache anzunehmen. Nach der Ernennung von Johannes vom Kreuz zum Kirchenlehrer im Jahr 1926 und nach der Erklärung der Möglichkeit für Frauen, das kirchliche Doktorat zu erwerben, wurden die ersten beiden Frauen, wie schon gesagt, eben 1970 Kirchenlehrerinnen. Und ja, wie es auch schon Pater Roberto gesagt hat, ich bin hier am Theresianum. Und diese Arbeit wurde damals hier geleistet von unseren älteren Mitbrüdern, zwar sowohl für Theresa als auch wurde mir gesagt, offenbar haben die Karmeliten auch ziemlich viel für die Dominikaner gearbeitet, für Katharina von Siena. Dasselbe dann nochmals 27 Jahre später für Therese von Lisieux. Einige Brüder, die da wirklich sehr intensiv mitgewirkt haben, sind immer noch in unserer Gemeinschaft.
Von hier aus wollen wir unseren Blick in die Zukunft richten. Wenn es jetzt 4 Kirchenlehrerinnen gibt, können wir uns fragen, wie die nächsten sein werden. Es ist möglich, dass es weitere Kirchenlehrerinnen in der Linie der bereits existierenden geben wird, das heißt Frauen von Kultur mit tiefer spiritueller Erfahrung und der Fähigkeit, diese durch ihre Schriften zu vermitteln. Man schätzt die Qualität ihrer symbolischen Sprache, durch die sie nicht nur spirituelle Begleiterinnen, sondern auch Theologinnen sind. Der Beitrag der bisher genannten heiligen Kirchenlehrerinnen ist sicherlich positiv zu schätzen. Dennoch glaube ich nicht, dass Edith Steins möglicher kirchlicher Doktortitel genau so zu verorten ist. In diesem Zusammenhang zitiere ich noch einmal Tesson. Zu fragen, wer Kirchenlehrer sein kann, bedeutet in der Tat, sich zu fragen, welche Art von Theologie in der Kirche zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben werden kann. Also die Ernennung der Kirchenlehrer hat etwas mit dem zu tun, was die Kirche zu einem gewissen Zeitpunkt unter Theologie versteht oder was in der Kirche stark gemacht wird im Bereich der Theologie. Bevor wir uns fragen, für welche Art von Theologie Edith Stein, Doktor der Kirche, Kirchenlehrer werden könnte, bieten wir eine kurze Darstellung des Verfahrens, das eben zur Verleihung eines solchen Doktortitels führen kann. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das für einige nicht unbedingt, dass einige nicht damit vertraut sind, mit diesen Vorgängen im Vatikan. Und deshalb möchte ich das auch ausgehend von einer Monographie von Paul Wodratzka kurz ausführen. Er hat in seiner Abschlussarbeit, ich glaube, es war eine Lizenziatsarbeit im Kirchenrecht, ist eben sich genau dafür interessiert, wie ein solcher Prozess zur Ernennung als Kirchenlehrer vonstatten geht. Und ja, ich fasse zusammen in 4 großen Schritten. Und jeder Schritt kann mehrere Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte dauern. Also der erste Schritt, Übergabe eines Dossiers mit den Bittbriefen an den Papst. Eben, das muss zuerst eingeleitet werden, meistens von einer Bischofskonferenz oder eben von einem Orden, wie im Fall von Edith Stein. Und dann wird ein Dossier erstellt mit einem offiziellen Schreiben, mit einer argumentierten Präsentation und dann eben auch mit möglichst vielen, wenn möglich institutionell gewichtigen Bittschreiben. Ja, und ja, in dieser Arbeit sind wir gerade jetzt. Dann der zweite Schritt, große Schritt, da geht es um die Prüfung der Schriften der Kandidatin im Dikasterium für die Glaubenslehre. Und ja, zuerst muss dem Ersuchen stattgegeben werden. Das kann nur der Papst selbst. Und wenn der Papst das wünscht, dass diese Causa eröffnet wird, dass das Verfahren eröffnet wird, dann bekommt eben das Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse die Causa und leitet sie dann an die ehemalige Glaubenskongregation weiter, um ein Votum zur Eminenz Doctrina einzuholen. Also konkret wird das Dikasterium mehrere Spezialisten oder Theologen anfragen, um das gesamte Werk, also im Fall von Edith Stein mittlerweile 28 Eska-Bände, durcharbeiten und dazu eine Art Rezension oder ein Urteil dazu zu präsentieren. Und dieses Urteil wird dann in der Consulta, also mit mehreren Beratern, untersucht und dann auch in der ordentlichen Session, also in zwei Schritten. Und falls das angenommen wird, geht es weiter ins Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, wo dann mit der Begleitung eines Relatore, wie man hier sagt, also eine Bezugsperson, die die Positio zusammen mit dem Generalpostulator und auch zusammen mit dem Team, das er dann eben zur Verfügung hat, also die Kommission, die er zur Verfügung hat, um diese Positio zu schreiben.
Und so eine Positio kann ja auch gut 1000 Seiten umfassen. Also da gehört dazu ein biografisches Profil der Heiligen, eine Einführung in die Schriften, ein Zeugnis ihrer Rezeption und Verbreitung, eine Darstellung ihrer bedeutenden Lehre, eine Sammlung einiger ihrer Texte, eine Sammlung der Bittbriefe, aber auch eine essentielle Bibliografie und eventuell sogar eine Ikonografie. Dieses Werk, also diese Positio, wird dann eben im Congressus Peculiaris mit den theologischen Beratern des Dicasteriums untersucht und dann eventuell auch in der Kommission, in der Vollversammlung des Dikasteriums, ja, ob diese Causa angenommen werden kann. Und falls sie angenommen wird, also zuerst eben in der Glaubenskongregation, dann auch bei den Heiligsprechungen, kann sie dem Papst vorgelegt werden und der Papst hat dann die definitive Entscheidung zu fällen. Und falls er sie annimmt, gibt es meistens eine liturgische Feier. War jetzt zwar kürzlich beim letzten Kirchenlehrer Irenäus von Lyon nicht mehr der Fall und meistens auch ein apostolisches Schreiben des Papstes dazu. Ja. Ja, aus all dem wird ersichtlich, dass die Schritte, die bis zur Erlangung eines kirchlichen Doktortitels unternommen werden müssen, doch ziemlich, ja, nicht nur zahlreich, sondern eben auch lange, zahlreich sind, sondern auch lange dauern können. Also zum Beispiel kann eine Untersuchung im Dikasterium für die Glaubenslehre auch gut 10 Jahre dauern, unter Umständen. Ja, also für Johannes von Avila, oder ich glaube auch für, ja, ging es etwa, ja, sicher so lang. Also man braucht Geduld. Falls Sie den Eindruck haben, ja, Edelstein könnte morgen Kirchenlehrer werden, ja. Es kann schnell gehen, wenn der Papst es will. Also wenn er die Causa vorantreiben will, dann kann es unter Umständen schneller gehen. Das war der Fall für Hildegard von Bingen. Weil da hat Benedikt der 16. gesagt, ja, diese Eminenzdoktrina, die müsse nicht mehr speziell untersucht werden, die könne man ja, als garantiert betrachten. Und dann gab es diesen ganzen langen Weg nicht zu tun. Aber es ist eine Ausnahme. Ja. Vielleicht jetzt noch kurz, was für Edith Stein schon geschehen ist. Also Roberto hat es am Anfang angesprochen. Seit einem Jahr arbeiten wir in einer kleinen Kommission und in dieser Kommission ja, haben wir natürlich versucht, zuerst den Raum auszuweiten. Und wir haben einen Fragebogen ausgearbeitet, der da ziemlich weit herumgekommen ist. Ich hoffe, ja, es gibt sicher einige Spezialisten in der Welt, die ihn nicht zu Gesicht bekommen haben, leider. Aber es gab doch dann schlussendlich über 150 Antworten und die meisten wirklich sehr artikuliert und auch wirklich von Leuten, die sich sehr eingehend mit Edith Stein befasst haben. Also es waren wirklich sehr wertvolle Antworten und auch sehr reiche Antworten, die uns dann in der kleinen Gruppe geholfen haben, eine Struktur, einen Plan auszuarbeiten für ein Dokument, das jetzt vorliegt. Das ist ein Dokument, das umfasst so 20 Seiten. Und ja, es ist eine Argumentation, warum nach dieser getanen Arbeit unserer Meinung nach es möglich ist und vielleicht auch sinnvoll, Edith Stein als zur Kirchenlehrerin zu ernennen. Ja. Dieses Dokument wurde im letzten März, also ein Jahr nach dem Anfang der Arbeiten, wiederum von unserem Generaldefinitorium approbiert und ist jetzt in der Zwischenzeit in 7 Sprachen übersetzt. Und es gibt auch einen Begleitbrief von unserem Definitorium. Eben, dass es sich eben um ein in diesem Sinn jetzt mittlerweile offizielles Dokument des Ordens handelt.
Und ja, auch noch ein weiterer Brief von unserem Generalpostulator, der ja genau beschreibt, wie man einen Bittbrief an den Papst schreiben kann. Also was es da formell zu beachten gibt. Und ja, diese Dokumente sind öffentlich, die können wir unter Umständen eben auch schon teilen. Und ja, es geht vor allem darum, jetzt diese Dokumente an, ja, sagen wir mal so, Bischofskonferenzen, vielleicht einige Würdenträger, ja, Ordensgemeinschaften, Kongregationen, Universitäten, Gesellschaften, Assoziationen, vielleicht auch eine Edith Stein Schule zu senden und zu schauen, ob Institutionen und vielleicht auch Personen, die in dieser Causa ein gewisses Gewicht haben könnten, ja, ein solches Bittschreiben zu verfassen. Ja, und das soll jetzt bis Ende Jahr dauern. Das heißt, wir werden jetzt bis Ende Dezember Zeit lassen, um diese Schreiben zu verfassen, um dann so im Frühjahr 2024 dieses Dossier, also mit einem neuen Brief unseres Generaldofintoriums, mit dem Dokument und mit all den Briefen, den Bittbriefen an den Papst zu richten und ihm persönlich zu überreichen. Das ist dann sicherlich Aufgabe unseres Generalpostulators, das zu überreichen. Also ausgehend von diesen eher praktischen Hinweisen, eine Frage, schon vorher kurz angedeutet, ist es Zeit für eine neue Art von kirchlichem Doktortitel? Das ist wirklich eine Frage, weil ich glaube, es wird entscheidend sein, ob es in der Kirche möglich ist, eben nicht nur als Theologin oder als Mystikerin, sondern vielleicht auch als Philosophin, als für den Glauben offene Philosophin, Kirchenlehrerin zu werden. Es gab schon einen Versuch, einen nicht ganz offiziellen Versuch, und man findet mittlerweile auch im Archiv des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse keine Spuren mehr. Aber es gab einen Versuch, Edith Stein schon als Kirchenlehrerin vorzuschlagen, und er sei abgelehnt worden mit der Begründung, sie sei Philosophin. Also nur um zu sagen, dass es nicht ganz so ja, selbstverständlich ist und dass man schon irgendwie gut argumentieren muss, warum ja, Philosophen unter gewissen Umständen eben für die Kirche und auch für die kirchliche Lehre wichtig sein können und warum das bei Edith Stein der Fall ist. Wie die Frauen, die bereits Kirchenlehrerin sind, ist auch Stein für ihre geistlichen Werke bekannt. Abgesehen von einigen Glanzstücken wie das Gebet der Kirche, seine persönliche Meinung, oder das Weihnachtsgeheimnis, denkt man auch an eine Jugendschrift wie Freiheit und Gnade oder an die letzten Schriften Wege der Gotteserkenntnis über die symbolische Theologie des Pseudo-Dionysius Areopagita und natürlich auch die Kreuzeswissenschaft über Johannes vom Kreuz. In diesen Texten lassen sich originelle Aspekte ihrer spirituellen Lehre erkennen, aber das ist eine Meinung, meiner Meinung nach, hat diese Originalität vielleicht sogar in erster Linie mit ihrer früheren philosophischen Ausbildung zu tun, die es ihr ermöglichte, geistliche Themen von ihren anthropologischen Voraussetzungen her anzugehen. Genau darin liegt ihr Beitrag, und deshalb ist es angebracht, die geistlichen Texte nicht von ihren philosophischen Werken zu trennen. Ich denke dabei insbesondere an die von Edmund Husserl betreute am 3. August 1916 in Freiburg im Breisgau verteidigte philosophische Doktorarbeit über das Problem der Einfühlung. Ja, wie sie schon in ihrer Autobiografie ausführt, war 1935. Von dort aber, also von dieser Frage nach der Einfühlung, war ich zu einer Frage gelangt, die mir besonders am Herzen lag und die ich in allen meinen späteren Arbeiten behandelt habe: den Aufbau der menschlichen Person. Diese rückblickende Betrachtung, die etwa auf das Jahr eben, wie schon gesagt, 1935 zurückgeht, also schon im Karmel, beim Schreiben ihrer Autobiografie aus dem Leben einer jüdischen Familie, drückt den Kern ihrer Forschung aus und wird in ihrem Hauptwerk Endlich so ein ewiges Sein weiter bestätigt.
Man könnte also argumentieren, dass Stein nicht als Kirchenlehrerin vorgeschlagen werden sollte, eben weil ihr Beitrag mehr philosophisch als theologisch ist. Stein ist keine Theologin, meiner Ansicht nach, auch wenn sie sich für Theologie interessierte und intuitiv die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils zu verschiedenen Themen vorwegnahm. Dieser Einwand scheint mir begründet. Ich halte es nicht für sinnvoll, Stein aufgrund ihrer Theologie oder ihrer Spiritualität zur Kirchenlehrerin zu ernennen, auch wenn sich in dieser Hinsicht verschiedene wichtige, originelle Elemente finden lassen. Es stellt sich also ganz allgemein die Frage, welche Art von Theologie für den Titel einer Kirchenlehrerin erforderlich ist. Und ja, ich würde antworten, wenn Edith Stein Kirchenlehrerin werden soll, dann gerade deshalb, weil ihre Philosophie nicht nur offen für die Theologie ist, sondern gleichsam den Dialog mit ihr fordert, also aus sich heraus fordert. Ja, also man erinnert sich wahrscheinlich, einige werden sich sofort an den Abschnitt über den Sinn und die Möglichkeit einer christlichen Philosophie in endliches und ewiges Sein erinnern. Von Beginn ihrer Publikationstätigkeit an und zunehmend nach ihrer Taufe zeigen ihre philosophischen Forschungen, dass die Frage nach Gott nicht nur eine Frage über ein hypothetisches Subjekt vollkommener Erkenntnis, ein Postulat der praktischen Vernunft oder eine treibende Kraft des Universums ist. Der Gott, auf den sie sich beruft, ist der Gott, der sich Israel offenbart und sich geoffenbart und sich im menschgewordenen Wort als der dreieinige Gott offenbart hat. Wenn sie in endliches und ewiges Sein ihre Vision der christlichen Philosophie darlegt, wird diese nicht als historischer Zustand der Philosophie verstanden, sondern als eine Philosophie, die die Glaubenswahrheiten, und sie meint eigentlich schlussendlich vor allem die ganz grundlegenden Glaubenswahrheiten, also der Glaube an die Trinität und an die Menschwerdung, dass diese Glaubenswahrheiten Anknüpfungspunkt für ihre philosophische Reflexion werden. Die christliche Philosophie, wie sie Stein versteht, ist gewiss nicht reine Philosophie, weil sie sich nicht allein auf die menschliche Vernunft stützt. Aber sie wird auch nicht zur Theologie, weil sie, obwohl bereichert durch die Glaubenswahrheiten, mit ihrer philosophischen Methode die menschliche und kosmische Wirklichkeit im Lichte des dreieinigen Gottes erforscht. Ohne hier im Detail auf ihre Vorstellung von christlicher Philosophie einzugehen, möchte ich nur betonen, wie stark Edith Stein hier die letzten Päpste eigentlich vorweggenommen hat. Also man denkt an Fides et Ratio von Johannes Paul II. 1998, wo im Kapitel über die Wechselwirkung zwischen Theologie und Philosophie neben anderen Autoren auch Edith Stein als Beispiel genannt wird. Und zwar als Beispiel für eine fruchtbare Beziehung zwischen Vernunft und Wort Gottes. Stein kann dazu beitragen, die Scheidung zwischen Glaube und Vernunft zu überwinden, nach Fides et Ratio. Und hier zitiere ich die Enzyklika. Nachdem die Vernunft ohne den Beitrag der Offenbarung geblieben war, hat sie Seitenwege eingeschlagen, die die Gefahr mit sich bringen, dass sie ihr letztes Ziel aus dem Blick verliert. Der Glaube, dem die Vernunft fehlt, hat Empfindung und Erfahrung betont und steht damit in Gefahr, kein universales Angebot mehr zu sein. Johannes Paul II. Wünscht im gleichen Abschnitt der Enzyklika, dass, und ich zitiere nochmals, Glaube und Philosophie die tiefe Einheit wiedererlangen sollen, die sie dazu befähigt, unter gegenseitiger Achtung der Autonomie des anderen ihrem eigenen Wesen treu zu sein. Ganz ähnlich auch bei Benedikt XVI. Die Überzeugung, dass die Vernunft ja nicht gewissermaßen rationalistisch eingeengt, sondern erweitert zu sehen ist, wie er etwa in einer Ansprache an die Professoren der Europäischen Universitäten im Jahr 2007 ausführt. Zitiere, der Vernunftbegriff muss geweitet werden, damit man jene Aspekte der Wirklichkeit untersuchen und erfassen kann, die über das rein Empirische hinausgehen.
Das ermöglicht einen fruchtbareren und komplementären Zugang zur Beziehung zwischen Glauben und Vernunft. Papst Franziskus besteht nicht weniger nachdrücklich auf dem notwendigen Dialog zwischen den Disziplinen und fordert in der Apostolischen Konstitution Veritatis Gaudium für die Universitäten und die kirchlichen Fakultäten, ich zitiere, eine im Licht der Offenbarung mit Weisheit und Kreativität ausgeübte Inter- und Transdisziplinarität. Die Einheit des Wissens in aller Differenzierung und unter Achtung der vielfältigen, miteinander verbundenen und sich überschneidenden Ausdrucksformen ist das Lebens- und Vernunftprinzip, welches das akademische Bildungs- und Forschungsangebot des kirchlichen Studiensystems sowohl inhaltlich als auch methodisch auszeichnet. Mit anderen Worten, Papst Franziskus wünscht sich eine Erneuerung der theologischen Arbeit in einer Weise, die dem geistlichen Ansatz der Dialogfähigkeit und den Versuchen inter- und transdisziplinärer Studien von Edith Stein nahekommt. Ja, also um das noch einmal ganz kurz einfach auszuführen, mir scheint, dass eben die letzten Päpste diesen Dialog der Theologie mit anderen Disziplinen aktiv suchen. Einiges dazu beisteuern. Und doch sieht man gerade bei den Kirchenlehren, dass vielleicht die Zeit noch nicht ganz reif ist oder vielleicht reif sein wird, um eben zum Beispiel eine Philosophin, die für den Glauben offen ist, als Kirchenlehrerin zu ernennen. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, welche Leute diese Interdisziplinarität oder sogar Transdisziplinarität pflegen, ja, dann stellt sich die Frage, ja, es ist einfach ein frommer Wunsch, aber wo geschieht es dann tatsächlich? Und glaube, da hätte Edith Stein eben schon etwas beizusteuern, würde ich meinen. Ja, also von daher nun die Frage, die dann sicher in diesem ganzen Prozess, also wenn es eben darum geht, ob Edith Stein Kirchenlehrerin werden könnte, zentral ist. Also kann man sagen, dass Edith Stein eine herausragende Lehre hat, eine Eminenzdoktrina. Also das ist natürlich nicht unsere Aufgabe, das zu sagen, weil, wie schon vorher angedeutet, also die Bewertung der herausragenden Lehre ist dem Dikasterium für die Glaubenslehre übertragen. Und dieses Dikasterium stützt sich auf ein internes Dokument aus dem Jahr 1996. Und das enthält einige Kriterien, nach denen die Schriften eines Heiligen oder einer Heiligen analysiert werden, um das Vorhandensein einer herausragenden Lehre festzustellen. Und ja, wieder in Anlehnung an die Studie von Wodoratzka zähle ich jetzt kurz die sechs genannten Kriterien in diesem internen Dokument auf. Also erstens das Vorhandensein eines Charismas der Weisheit, der Frucht des Geistes. Zweitens die Vortrefflichkeit der theologischen und spirituellen Lehre. Drittens eine Lehre im Dienst des Glaubens und des christlichen Lebens. Viertens die Quellen der theologischen und spirituellen Lehre. Fünftens die weite Verbreitung der Lehre des Heiligen. Und sechstens eine sichere und dauerhafte Botschaft. Ich denke, dass es möglich ist zu zeigen, dass Steins Werk die sechs genannten Kriterien erfüllt. Das ist eine persönliche Ansicht. Ihre anthropologische Lehre steht nicht nur im Dialog mit den Philosophen ihrer Zeit und anderer Epochen, sondern auch und vor allem im ständigen Hören auf das Wort Gottes, auf das Lehramt, aber auch auf Autoren wie Thomas von Aquin. Ihre anthropologische Lehre erwuchs aus einer geistlichen Suche, die schon vor ihrer Taufe vom Heiligen Geist beseelt und geleitet war.
Im Steinschen Werk ist die enge Beziehung zwischen Theorie und Praxis besonders deutlich, sodass ihre Lehre von der Person im pädagogischen und politischen Bereich beim Überdenken des Verhältnisses zwischen Mann und Frau, aber auch im christlichen Geistesleben fruchtbar werden kann. Also ich glaube, ja, dieser Zusammenhang zwischen Praxis und Theorie würde wahrscheinlich niemand bei Edith Stein in Frage stellen, habe ich den Eindruck. Obwohl es nicht einfach ist, Prognosen über die Langlebigkeit ihrer Botschaft, nur 80 Jahre, gut 80 Jahre nach ihrem Tod abzugeben, kann man doch das wachsende Interesse in der Forschung feststellen, die durch eine mittlerweile beeindruckende Sekundärliteratur dokumentiert wird und ihre Präsenz in sehr unterschiedlichen akademischen und nicht-akademischen Kreisen deutet darauf hin, dass ihre Botschaft das Potenzial hat, auch in Zukunft zu interessieren. Selbst wenn das Interesse an ihrem Werk nachlassen würde, blieb es doch durch andere Autoren wie etwa Johannes Paul II. Präsent, für den sie eine wichtige Inspirationsquelle war. Abgesehen davon werden die Kirchenlehrer nicht sofort nach ihrem Tod ernannt, am schnellsten, das ist auch so ein, ja, ein Background-Detail, also der am schnellsten ernannte Kirchenlehrer war Alfons von Maria von Liguori, 84 Jahre nach seinem Tod, gefolgt von Therese von Lisieux, die genau 100 Jahre nach ihrem Tod Kirchenlehrerin wurde. Mit Edith Stein sind wir bereits jetzt in einem etwa vergleichbaren Zeitrahmen. Noch ein Wort zum zweiten Kriterium, nämlich der eben Eminenz der theologischen und geistlichen Lehre, wie sie im Dokument der damaligen Glaubenskongregation dargelegt ist. Und hier zitiere ich aus diesem Dokument, übersetzt: Es muss nachgewiesen werden, dass die Lehren der Heiligen, die für den Doktortitel in Frage kommen, nicht nur voll und ganz mit dem christlichen Glauben und dem christlichen Leben übereinstimmen, sondern sich auch durch die Qualität ihrer Schriften, die Höhe und Tiefe ihrer Lehre, die erreichte reife, weisheitliche Synthese und den wirksamen positiven Einfluss auszeichnen, so dass sie als qualifizierte Zeugen der lebendigen Tradition der Kirche anerkannt werden können. Also hier stellt sich eben die Frage, ob sich Steins Werk durch Qualität, Höhe und Tiefe auszeichnet. Ein Aspekt sollte in der Antwort nicht vergessen werden, nämlich die Tatsache, dass Stein eine der ersten heiligen Frauen ist, die, ja, ich würde es mal so sagen, die das Glück hatte, eine akademische Ausbildung auf höchstem Niveau zu erhalten. Eine persönliche Zusammenarbeit mit einer Reihe von Philosophen, die immer noch weltweit anerkannt sind. Ja, man denke nur an Husserl, Scheler, Heidegger. In einer Zeit, in der Steins Beitrag zur Philologie gewürdigt wird, könnte man ebenso gut zeigen, dass sie bereits den zukünftigen Dialog mit dem katholischen Glauben vorbereitet. Stein zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Brücken zwischen verschiedenen philosophischen und theologischen Traditionen zu schlagen, aber auch durch ihre Fähigkeit, zu einem spezifischen Forschungsgebiet beizutragen, das wir heute theologische Anthropologie nennen. Also in diesem Sinn eben schon als Philosophin, als für den Glauben offene Philosophin, da bekam man auch eine gewisse theologische Valenz in ihrem Werk feststellen, zum Beispiel ihre Ausführungen über den mystischen Leib Christi oder auch ihre ganzen Reflexionen über den Bewusstseinsbegriff, eben angewandt auf nicht nur auf menschliche Personen, sondern auch auf die Dreieinigkeit und auf den menschgewordenen Logos. Und da würde ich schon sagen, dass auch theologisch doch einiges Potenzial da ist. Der Articulus Stantis Vel Cadentis von Steins Kirche im Doktorat ist die Möglichkeit, eine neue Art von kirchlichem Doktorat in der Perspektive der drei letzten Päpste zu erwägen. Immer meiner Meinung nach. Fast drei Jahrzehnte lang setzt Stein all ihre Kräfte in der Forschung über die menschliche Person ein,
verfällt aber nie in sterile Oppositionen zwischen Anthropozentrismus, Christozentrismus oder Theozentrismus. Schon zu Beginn ihrer Forschungen im Jahr 1917, also fast 5 Jahre vor ihrer Taufe, schreibt sie an ihren Freund Roman Ingarden, ein sehr bekanntes Zitat, es ist unmöglich, eine Lehre von der Person abzuschließen, ohne auf Gottes Fragen einzugehen, und es ist unmöglich zu verstehen, was Geschichte ist. Klar sehe ich natürlich da noch gar nicht. Diese Aussage kann als Leitmotiv für alle ihre weiteren Forschungen angesehen werden. Zusammenfassend könnte man sagen, dass die Eminenz ihrer Lehre in der Forschung der menschlichen leiblich-seelisch-geistigen Person als geschichtliches, bewusstes und relationales, freies und verantwortliches und vor allem für Gott offenes Wesen liegt, weil sie sich nicht auf allgemeine Aussagen beschränkt, sondern die schwierigsten Fragen wie diejenige nach der Intersubjektivität der Seele als Innerlichkeit, dem Leib und dem geliebten Leib, der menschlichen Freiheit, aber auch nach der Einzigartigkeit jeder Person und unserer konstitutiven Gemeinschaftsdimension auf den Punkt bringt. Die pädagogischen und ethischen, aber auch theologischen und spirituellen Folgerungen sind zahlreich. Ich glaube, dass ihre Forschungen über die menschliche Person der Schnittpunkt sein können, von dem aus verschiedene andere, miteinander verbundene Bereiche beleuchtet werden. Ja. Und ja, ich habe das so eingeführt, weil im Dokument ging es natürlich auch darum, das war so eigentlich so vorgegeben, es geht nicht nur darum, aufzuzählen, was für Edith Stein interessant ist, sondern es geht eigentlich mehr darum, zu zeigen, eben diese weisheitliche Synthese. Ich habe vorher in diesem Dokument zitiert, also wie spielt das zusammen in Ihrem Werk? Und wie ist das geeint? Und das sind natürlich schon auch gewisse Entscheidungen, also Interpretationsfragen im Spiel, die auch natürlich hinterfragt werden können. Also ich möchte jetzt einfach kurz darauf eingehen, wie wir uns eigentlich in diese Gruppe ausgehend von den über 150 Antworten, wie wir uns da situiert haben. Also das ist auch schon ein kurzer Ausblick auf das Dokument. Also da gibt es natürlich die Frage eben einleitend, ob Edith Stein Kirchenlehrerin sein könnte. Dann Rezeption und Verbreitung. Also eben, wo vielleicht auch gesagt werden muss, dass diese Verbreitung schon relativ groß ist. Und das wissen häufig Leute, die im Dikasterium für Glaubenslehre arbeiten, nicht. Also wir waren zusammen mit Pater Marco bei Kardinal Ladaria, dem Präfekten des Dikasteriums. Und eine seiner Fragen war, also er war sehr erfreut über die Anfrage, weil er sagte, normalerweise kommen Leute zu ihm mit Problemen. Aber ja, in diesem Fall war es kein Problem. Und ja, also hat und unser Interesse sehr wohlwollend aufgenommen, aber er hat gefragt, ob denn Edith Steins Werke schon veröffentlicht seien, ob das Gesamtwerk schon veröffentlicht ist. Und da sieht man, dass häufig also Theologen nicht viel von Edith Stein mitbekommen haben, weil sie eben in einem theologischen Kursus meistens nicht wirklich vorkommt, oder weil sich nur wenige Theologen intensiv mit ihr auseinandersetzen. Vielleicht auch, weil sie eben viel verlangt. Also es braucht Zeit, um sich in ihr Werk einzuarbeiten. Also eben Rezeption und Verbreitung. Dann ausgehend von Paul dem VI. Diese Idee, dass es heute eigentlich Zeugen braucht, mehr noch als Lehrer. Eben, dass auch Edith Stein eigentlich, wenn auch in ihren theoretischen Schriften immer ausgeht von existenziellen Fragen und dass eben diese Harmonie eigentlich grundlegend ist bei ihr. Und dann ausgehend von diesen einleitenden Punkten geht es dann eben so ins Herz eigentlich. Und da spielt dann eben doch die christliche Philosophie und die Idee einer erweiterten Vernunft eine wichtige, hat einen wichtigen Stellenwert. Das heißt nicht, dass Edith Stein phänomenologisch nicht viel geleistet hat. Das wird heute auch vermehrt gewürdigt.
Aber es heißt, dass für den Doktortitel in der Kirche, dass vielleicht mehr Acht gegeben werden sollte auf diese Offenheit für den Glauben und was diese Offenheit philosophisch bei ihr bewirkt in Bezug auf die Ausarbeitung einer eines Personenbegriffs und und wie das dann, also das ist so der, eben wie sich diese christliche Philosophie vor allem im Bereich der Anthropologie eigentlich, wie sie diese in diesem Bereich umsetzt. Also die Frage, die Wahrheit der Person, und dann so dazugehörige Fragen wie die Gemeinschaftlichkeit, die Einzigartigkeit jeder Person, die Frage nach der Komplementarität zwischen Frau und Mann, die Frage nach der Pädagogik und auch der Berufung der allgemeinen, geschlechtlich spezifizierten und individuellen, persönlichen Berufung. Ja, und eben ja auch die Frage nach dem theologischen Wert dieser ihrer anthropologischen Untersuchung. Also für mich ist so ein, im Hintergrund ist da immer Augustinus, weil in seinem De Trinitate geht es eigentlich vor allem darum, es geht um die Imago Trinitatis, also zu sehen, wie in unserem menschlichen Leben, in unserem menschlichen Geist, vor allem für Augustinus, sich diese Dreieinigkeit abbildet. Aber umgekehrt ist also das, was Augustinus über unseren Geist, über unsere Person sein lernt, auch umgekehrt wieder ein Impuls für die theologische Arbeit. Also wenigstens im Westen die Frage des Filioque zum Beispiel. Und und dann ausgehend von dieser Anthropologie eigentlich die Spiritualität Edith Steins, dass es eben nicht nur eine Lehre vom Kreuz gibt bei ihr, sondern dass diese Lehre über das Kreuz eigentlich auch anthropologisch fundiert ist. Also wenn sie vom Kreuz Christi spricht, dann denkt sie immer an Christus, der sich frei, liebend selbst hingibt. Also die Frage der Freiheit, die Frage der Liebe und die Frage der Selbsthingabe, das sind alles Fragen, die sie schon in ihrem Frühwerk epistemologisch untersucht hat. Die werden da so ganz konzis auch in ihrem letzten Werk in der Kreuzeswissenschaft hineingenommen. Und das zeigt eben sehr schön, dass ihre spirituellen Schriften ganz von ihrer Philosophie auch eigentlich durchdrungen sind und dass die Originalität ihrer Spiritualität auch von daher kommt. Ja. Ja, auch ein anderer Aspekt ihrer Spiritualität ist vielleicht die jüdischen Wurzeln. Und da kennen vielleicht einige von euch auch Schwester Cécile Rastoin im Karmel von Montmartre, die uns dabei geholfen hat, weil sie eben dieses Thema ganz besonders schon vertieft hat und selber auch jüdische Wurzeln hat und ja auch im Dialog mit vielen Juden schon über Edith Stein gesprochen hat. Ja. Ich glaube, ja, von hier aus eine Prognose. Ich glaube, Sie können dann vielleicht das Dokument selbst einmal anschauen, wenn Sie das möchten. Wir können das dann, also Pater Roberto könnte es zusenden, hat er mir vorher gesagt. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich anfangs gar nicht so begeistert war von dieser Frage, Edith Steins als Kirchenlehrerin. Auch ein wenig dachte, ja, braucht es das wirklich? Und gibt es schon so viele? Und auch im Karmel eigentlich schon drei. Und es waren dann eigentlich Karmelitinnen, die mich so ein wenig in eine andere Richtung gebracht haben. So vielleicht auch mit der Idee, dass Edith Stein für die Kirche heute etwas und auch die heutige Welt etwas zu sagen hätte. Ein gewisses Gleichgewicht auch, so eine Brückenbildnerin,
Das fasziniert mich, dass sie auch immer wieder ganz verschieden kirchlich sozialisierte Leute ansprechen kann, also aus ganz verschiedenen ja, Welten sozusagen, dass sie es irgendwie schafft, ja, ganz, ganz viele Leute zusammenzubringen. Und ich denke, das ist in der Kirche heute besonders wichtig. Und auch die ganze Frage eben der Theologie, die offen ist für die Philosophie, aber auch für andere Wissenschaften, andere Disziplinen. Und ja, ich glaube, da braucht es auch Vorbilder, also Leute, die da schon etwas in diese Richtung geleistet haben. Und wie Edith Stein es selbst formuliert hat, also andere müssen da weitermachen. Also sie betrachtet sich sicher nicht als Schlusspunkt natürlich, aber als gewissermaßen als eine Wegbereiterin für viele Leute, die da weiterarbeiten und das auch zusammentun. Und so im letzten Jahr, ja, bin ich eigentlich immer überzeugter, dass es vielleicht auch, ja, obwohl es so viele Kandidaten und Kandidaten gibt, also es gibt etwa 10 Frauen, die schon warten, und es gibt auch, ich glaube, es ist auch so eine Liste von fast 20 Männern, die Kirchenlehrer oder Kirchenlehrerin werden könnten. Aber ich bin irgendwie trotzdem überzeugt, dass Edith Stein, also wenn ich auch so die Liste anschaue, dass sie etwas sehr Spezielles, Einzigartiges hat, eigentlich was man bei anderen Leuten nicht unbedingt findet. Und ja, ich vermute, dass deshalb der Weg nicht abgebrochen wird und wahrscheinlich auch Frucht tragen könnte. Ja. Die Hoffnung ist natürlich auch, dass es ja ein gewisses Interesse auslöst an verschiedenen Orten, Institutionen, aber natürlich auch bei vielen Personen, Forschern und Interessierten. Ja, mit diesem Ausblick möchte ich gerne abschließen.